Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schwachsinn, ein neues Spiel. Fallout 4. Weil ich die Serie mir angeschaut habe, die fand ich sehr geil. Naja, gut. Fangen wir mal mit einem neuen Game an. Schau mal, das muss ich. Ich weiß bloß nicht, wo ich die Kamera hin verschwinden lassen soll. Ich muss mal nachher schauen. Muss mal nachher schauen. Geht mein Mikro überhaupt? Also, Alter. Ich finde das Bild hier wieder. Hä? Jetzt geht's los. Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Hübsche Frau. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Schweine. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Ja, eine kleine Version. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Bleibt immer Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ach so, jetzt muss ich mir aussuchen, welches Geschlecht. Oh nein, das ist jetzt hier mit Gesicht machen oder was? Ach, da kann ich mir verschiedene aussuchen. Alter, mein Bildschirm ist einfach viel zu groß. Müssen wir auch noch, welchen nehmen wir denn? wie kann ich zurückgehen? Shit, jetzt bin ich schon einmal durch, oder? Okay, warte, mir hat einer gefallen. Wenn man das so sagen darf. Oder spiel meine Frau. Jetzt bin ich dran, Großer. Geh mal auf Zeiten, vielleicht gibt es eine hübsche Lady. Gesicht. Oh, ist er gewackelt. Cleo! Oder Mann, ich weiß es auch nicht. Servus, wie geht's dir? Kannst du jetzt kommen, wenn du Lust hast?
muss halt sagen, wenn ich ziehen soll, ich glaube, ich spiele mit dem Mann. Lass mich mal kurz daran. Genau, lass ihn mal kurz daran, den Grauhaarigen. Kann ich den irgendwie so drehen? Nee. Jetzt bin ich wieder vorbei, oder? 13, wie viel gibt's denn da? 12, 11, wieso geht denn das immer rückwärts? Ach, mit F hätte ich. Nee, shit. Zurück, zurück, den will ich nicht. Nein, den will ich nicht. A und D, oder kann ich vor und zurück? Ah ja, okay. Komm mal den Latino hier, oder? Jo, kannst du. User was moved to your channel. Servus. Na, das Pflänzchen gedeiht, hä? Hab ich gesehen. Aber sowas von. Das, was du gesehen hast, vor 3 Tagen. Naja, ist ja Unkraut. Unkraut ist ja. Das wächst ja schnell im Endeffekt. So Formen S. Ich glaube, ich nehme irgendein Standardgesicht. Soll ich ihn jetzt formen? Die Nase? Ich nehme ihn so, wie er ist. Das dauert mir zu lange. Ich form doch sein Gesicht nicht. Farbe. Beändert sich nichts an der Farbe, wenn ich das Maus drehe. Ach, annehmen. Sieht so gut aus wie am ersten Tag. Danke. Körper. Mit I. Muss ich jetzt hier ziehen, oder was? Oh, oh. Muskulös, komm hier. Wir sind muskellos. Und sonst, wie geht's? Ja, muss ja, ne? Und selbst? Ja, wie gesagt, muss. Extras, was sind denn Extras? Alles entfernen, was denn? Ich mach mal E auswählen. Ja, ich hab da was. Ach, da drüben. Mein Gott. Ist mein Bildschirm ist so groß, dass ich nicht mal dieses riesengroße Fenster hier mit Extras sehe. Sommersprossen, Sommersprossen, Sommersprossen. Leberfleck, Leber. Ich brauche keinen Leberfleck. Wir sind Aalblatt. I, auf der Nase. Entfernen. Spielen. Zurück. Auswählen, alles entfernen. R. Zurück. Erledigt. Schau ich halt so aus. Ja, Fallout, hast du jetzt die Serie rausgekommen? Ah, ich kann mich schon bewegen. Hey, Schatzi. Knackiger, weißt du, oder? Mach mal die Haare auf hier. Naja, mach mal nicht so einen Schmarrn. Was soll man denn mit der reden? Wie war denn jetzt reden? Eh. Schatz. Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Ach so, ja. Ich geh jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier die Waschküche. Aktivieren. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Hier aktivieren. Das soll Cotsworth erledigen. Cotsworth. Da ist er ja. Guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt die Uhr. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Tja, für dies lustige alte Klamotten hierher. Der coole Fernseher, Mann, der Flachbildschirm. Das wird eine Ofenheizung sein. Was soll ich denn jetzt machen hier? Hm, immer nur das gleiche Zeug. Gibt's gar kein Turtle oder so. Tick. Wart ihr denn hier liegen lassen? Schau mal nach dem Stinker. Aha. Scallops Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Was soll ich denn hier machen? Was glaubt, wie lange es noch dauert, deine Pflänzchen? Ein bisschen dauert es noch. Ist ja jetzt erst nach 15. Ich schätze mal 10 Tage ungefähr.
10, 15 Tage geht in die Blüte und dann nochmal Alter, 30 Tage. was klopfst du denn da? Das ist so laut. Ich mache gerade was klein. Also. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Hat geklingelt. Wenn ich wüsste, wo die Eingangstür ist. Was direkt im Wohnzimmer, das ohne Flur, das ist ja ätzend. Guten Morgen. Ciao, ich glaub nix. Mach zu. Ich bin etwas in Eile, wissen Sie? In Eile. Ach, mit Pfeiltasten muss man das. Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht Unbeschadet. vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Laber mich nicht voll. Ich bin hier jetzt gerade nicht, oder sie. Ellie? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Ach. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und der Mist, keine Kopfhörer Zigaretten werden Sie mehr. vielleicht denken, wenn Oh Sie nee. verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu Kannst tun haben, vergessen, ich alles wollte ja eigentlich noch unter zur Ihren Tankstelle. Schutz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ja, dann laber nicht so rum, wenn Zeit wertvoll ist. Dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Vault 111. Okay, genug Platz. Was ist noch? Verschwinde. Bin beschäftigt. Klingt gut. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ja. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Name. Na, Hopfi, weiß doch jeder. Die 3000 Zuschauer. Wie schreibe ich das jetzt? Einfach so rein? Nee. Kann ich den Namen eintragen? Ach, hier unten? Nee. Name? Ach, hier steht das schon da. Hopfi die Monkey. Ach, ich kann Punkte verteilen. Für was ist denn Ausdauer? Erzähl über dich. Voltec muss wissen, welche Art von Bürger du bist, um für deine Zufriedenheit zu sorgen. Ich würde mal Wahrnehmung. Wenn ich jetzt wüsste, für was das ist, Beweglichkeit nehme ich mal hier. Aber ich. Achso, Hopfi Enter, oder? Ja, und jetzt? Annehmen, R. Nee. Das ist ja wieder ganz toll gemacht. Ach so, mit Pfeiltasten, oder? Nee, auch nicht. Warum geht denn das nicht? Hopfies? Nee, immer noch nicht. Hopfi G. So, Punkt. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt? Ah, jetzt. Okay, Stärke. Ja, Rest. annehmen. Ja. Ja, ich hab schon jetzt. Ich habe vorhin Enter gedrückt, ging's nicht und jetzt geht's komischerweise. So, Stärke. Stärke repräsentiert deine reine psychische Kraft. Der Wert bestimmt. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst. Das ist wichtig. Da gebe ich gleich mal so fast alles rein. 21 hatte ich, 6, 7 wäre jetzt. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und deinen sechsten Sinn.
Sie bestimmt die Waffenpräzision. Waffenpräzision. Gebe ich auch nochmal 4. Ausdauer. Ausdauer steht für die psychische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit. Und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte. Achso, okay, da gehen wir nochmal 4 rein. 5. Charisma. Charisma ist die Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Aha, es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert die Preise beim Handeln. Alles klar, Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Der Wert bestimmt, wie viel Erfahrungspunkte du erhältst. Okay, Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viel Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Schleichen tun wir, ballern alles ab, oder? Glück. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer. Oh! Und die Qualität gefundener Gegenstände. Da haben wir gleich mal nochmal. 5, 6, nein. Und dann die teilen wir hier auf. Bei Intelligenz. Erfahrungspunkte. Ja, komm, so sieht es gut aus. Okay. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Board. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Ja, danke nochmal. Können wir ruhig schlafen? Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich will anfangen zu spielen und nicht dieses Genulze da. Baby schreit. Ich hole ihn mir. Ja, wo ist denn der Putzi? Wieso ist der schwarz? Wieso ist der schwarz? Frau, komm zurück! Ich von dir. Was ist das für ein Kuckucksei hier? Komm her! Ich muss reden mit dir. Hey, Schatz. Ich bin gleich da. Nein! Jetzt reden! Gönnen wir Cotsworth eine Pause. Cotsworth! Sean braucht ohnehin etwas Menschliches. Warum bist du schwarz? Naja, gut. Okay, es ist ein Latino. Oh nein, muss ich die Strecke durchgucken? Er ist halt original. Den nehme ich nicht. Spiel mit ihm. Und er legt sich so, haha, du bist nicht mein Papa. Ja. Ich soll es Mobile drehen. Ein Automobile. Oh, jetzt gefällt es ihm, schau. Oh. Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen Ach, sie ist so dunkel. Ich habe ihr doch gar nicht so. Naja, gut, dann habe ich halt eine dunkle. Und was dann? Das klingt gut, sarkastisch, Fernsehen. Was hat sie denn jetzt gesagt? Ich habe nicht zugehört. Immer das Gleiche mit den Frauen. Sir, das sollten Sie sich Ja, nicht. nicht. Cotsworth, was ist los? Cotsworth, die Tür ist zu. Game over. Wie? Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Wie heißt es? Wir haben Radiation King. Bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen. Atomangriff! In den Bunker! Mein Gott. Oh ja, Atomangriff. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Oh, Alarm. Ui. Wo ist unser Auto? Warum läufst du denn? Wir haben ein Auto. Wo ist der Vault? Gut, dass alle vorlaufen. Knackiger Birnenpopo. Ja. Männlicher Erwachsener. Ja. Weiblicher Erwachsener. Dankeschön. Danke. Ja, hier. Vitamin B. Was wird aus all den Leuten vor Wir dem tun, Tor? was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Oh, was für ein geiles Teil ist das denn? Nimmt der uns mit? Vorsicht, Schatz, die Rotoren schnetzel, schnetzel.
Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. In die Mitte. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich kann mich nicht bewegen. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott. Oh. Wusste. Festhalten. Geht das nicht schneller? Oh, da kommt die Welle. Captain an Bord. Geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Oh. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Ich muss noch Zigaretten holen nach dem Video. Ich habe keine Kippen mehr, Alter. Wo soll ich hingehen? Ich höre immer nicht zu. Die Treppe hinauf, okay. Ich bin doch erst runtergefahren. Wieso jetzt die Treppe hinauf? Männlich. Männlich. Ja. Hey. Hallo. Ehe so alt der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Red mal lauter. Bin ich mir sicher. Männlich. Ach, Idiot. Wer bist du denn? Holzfäller Joe, oder was? Wo geht's denn hier weiter? Danke. Und was jetzt? Kuckucksei hier. Warum sind denn die Stimmen so leise? Audio, Effekte, Musik, Stimmen. Okay. Die anderen sind natürlich auch großartig. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Was, wenn sie es nicht geschafft haben? Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Aber wie lange werden wir wohl hier unten sein? Jetzt gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Ich will nicht in die Kryokammer. Ich hab Hunger. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Hey, das war knapp, was? Ja. Ich war damals dagegen, dass in der Gegend ein... Wo muss ich hin? Ach, ihm hinterher, da. Ein Doktore. Entschuldigung. Hier entlang, bitte. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Wie, erst Anzug anziehen und dann hineintreten oder umgekehrt? Alles wird gut. Papa ist doch da. Entschuldigung. Siehst du? Voltrek ist für Sie da. Folgen Sie einfach Hilfst Ihrem Betreuer. Der kommt mir hier nicht so koscher vor. Sean wird unruhig. Hilfst du mir? Was soll ich dir denn helfen? Du bist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Okay, geh mal rein. Okay, Anzug an. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer... Entseuchen tun die mich, als wenn ich irgendwie... Zeit für ein ganz neues Leben. Oh oh. Bewohner sicher. Ciao, Schatz. Lebenszeichen normal. Gute Nacht. Oh, jetzt ist sie gestorben. Oh, bin genau in dem Blick bin ich gestorben. Eingefroren, nicht gestorben. Fällt der Schlaf beendet? Ja, aber geht nicht auf. Ey, lass meine Frau in Ruhe. Wisch doch mal die Scheibe. Klaut mein Baby.
tut. Komm her. Ey, der hat eine Waffe. Ey! Hier, der Aushilfs Clint Eastwood. Ey. Da warte, dein Gesicht merke ich mir. Fix, ich bin wieder eingeschlafen. Ah, dann wird die Geschichte sein, ich muss meinen Sohn suchen, ne? Kann das sein? Mein Kuckucksei. Mach ich. Aber nach den Jahren, wenn der so lang drin ist, könnte der eigentlich gar nicht mehr laufen, oder? Schatz! Komm schon! Oh. Das muss doch irgendwie aufgehen! Hey, oh. Hier, da drin! Nee. Da drücken! Komm schon! Oh Gott! Bereich unverzüglich verlassen. Ui. Ich werde dich so in Erinnerung behalten, Nora! Ich finde den, der das getan hat. Genau. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unverzüglich. Oh, das sieht aber hier nicht nach Paradies aus. Könnte man schrubben können hier. Warte mal, ich geh. Ach, voll dahinter. Kryokammern. Komm, ne Piste. Ich nehme alles mit. Achso, da könnte es leer. Ich nehme alles gleich looten hier. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Ja, war ja klar. Alles kaputt, jetzt gehe ich erstmal hier rein. Oh Gott! Warum soll der Vault-Tec das tun? Die sind alle tot, oder was? Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Hallo? Ist da wer? Shadow. Willkommen beim Termlink Robok Robco Industries. Danke für euer Vertrauen in Vault-Tec. Kühlanlagen. Offline. Oh. Abruf für Systemversagen. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Tab führt zurück. Lebenshaltungssysteme. Offline. Jawohl. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Nein. Tab führt verlassen. Da klopft doch einer, oder? Noch eine. Sie sind tot. Der läuft ziemlich schnell, muss ich sagen. Der Typ. Mal schauen wegen Loot hier. Da konnte er schon einiges mitnehmen. Hier ist nichts. Ich weiß, ich muss dahin, aber ich will mich erst umschauen. Ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen... abgenutztes Klemmbrett. Und hier? Nix. Stange Zigaretten. Ja genau, die hole ich mir jetzt gleich. Zigarettenkiste. Sitzen. Erstmal hinsetzen und erstmal nachdenken. Okay, und hier was abgenutztes Klemmbrett, Zigaretten, toll, die wenn ich jetzt hätte. Sturmfeuerzeug habe ich in der Hosentasche. Nuka-Cola-Flasche. Tasse. Was ist das? Stimmek. Ach, das ist Heilung, glaube ich.
glaube, ich habe alles durchsucht, oder? Ja gut, also dann hier. Dann hier, dann. Sieht aber nicht so gepflegt aus hier. Ah, das ist Block. Rechte Maustaste Block. Schwupp. Ah, was soll ich denn jetzt schlagen? Was bist du denn? Weg, weg. Oh, mein. Kakerlaken? Was zum Teufel? Kakerlakenfleisch, nehmen wir mit. Schmeckt bestimmt gut. Und hier ist auch noch was. Trinken. Halt, da war doch ein... Schlagstock! Genau! So, jetzt habe ich schon mal einen Schlagstock. Was steht da? F drücken für... Favoriten, drücke 3 oder 0, um einen Favoritengegenstand zu nutzen. F. Ach, hier. Nee, den Schlagstock, glaube ich, werde ich danach gegen eine Waffe eintauschen. Nee, so nicht. Ich nehme alles mit. Wer weiß ja, was man später braucht. Okay, lass mal hier Lucky Lucky. Klar, Bier. Das brauchen wir bestimmt zum Bauen, weil du kannst auch craften in dem Game. Es ist echt geil, das Game. Für 2014. Nochmal Computer. Flasche, Flasche, Flasche. Ding, Ding. Schlagstock eingefahren. Computer. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Verantwortungsvoll. Zurück ist Tabke. Toll, Top 10. Was ist das? Der Rick ist der Erste, der Tim der Zweite, der TGM, der Sae. Wie schaut's auf der Uhr aus? Oh! Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao mit Au. Gleich geht's weiter.